Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero. Herzlich willkommen zu meiner Vorschau zu WWEs SummerSlam. Bevor es losgeht, erstmal die Info, mein SummerSlam Livestream, ja, auf den ich übelst gehypt bin, weil ich endlich wieder zocken kann mit WWE 2K22, den gibt es schon heute Abend, also am Freitag um 20 Uhr. Da werde ich mit euch zusammen alle Matches für dieses Event hier vorspielen, denn dieser Pay-Per-View ist schon am Samstag und ich habe es selbst verpeilt und habe mir Karten für einen Comedian geholt. Das heißt, ich kann nicht am Samstag den Livestream machen, ich werde den sicherlich auf Twitch nochmal wiederholen, aber wichtig ist für euch, Freitag 20 Uhr gibt es den Livestream, Samstag Nacht ist der Pay-Per-View. Also nicht vergessen. Eigentlich war ja noch das Match zwischen Seth Rollins und Matt Riddle geplant. Das ist allerdings jetzt ausgefallen aufgrund einer Verletzung von Riddle. Wie storyline-mäßig die ist, weiß man natürlich nicht. Vielleicht braucht man Seth für irgendeine andere Situation. Denn es ist der erste Pay-Per-View unter der Leitung von Triple H. Das heißt, hier könnten dementsprechend noch so ein paar Sachen geändert werden in der Show, die vielleicht schon seit einiger Zeit festgestanden hatten. Wir gehen aber trotzdem die Karte natürlich durch und wir beginnen mit einem No Disqualification Match zwischen den beiden Mysterios, also Rey und Dominik, gegen The Judgment Day, also hier vertreten durch Finn Balor und durch Damian Priest. Rhea Ripley ist mit am Start, das heißt, sie kann natürlich auch mit eingreifen in diesem Match, weil No DQ. Und damit ist natürlich auch die Frage, ob die Mysterios nicht auch noch jemanden dazu kriegen, wie zum Beispiel Aaliyah als Tochter von Rey, könnte man auch mit einbauen. Oder vielleicht Edge, der dann endlich zurückkommt, um seine Rache zu nehmen. Alles Möglichkeiten, die man hier setzen kann. Allerdings gehe ich eher davon aus, dass wir schon Judgment Day noch weiterhin stark darstellen sollten. Denn die müssen sich ja erstmal wirklich als große Bedrohung aufbauen, damit man sie ernst nehmen sollte. Ist aber natürlich auch wieder die Frage, das wird heute bei jedem Pay-Per-View-Match sein. Will Triple H überhaupt diese Gruppierung weiter fortführen? Weil das muss ja theoretisch nicht sein. Wenn er also diese Gruppierung nicht haben will und er die sowieso splitten will, dann brauchen die ja auch den Sieg nicht. Vielleicht braucht er ja Finn Balor, damit dieser als Demon Roman Reigns den Titel abnehmen kann. Was natürlich eine bessere Lösung wäre. Aber das müssen wir halt alles sehen. Es ist also super unvorhersehbar, was hier alles passieren könnte. Das macht diesen Pay-Per-View hier so geil. Aber um das gleich mal vorab zu sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt schon so große Änderungen gibt. Deswegen, ne, ich will jetzt nicht sagen, dieser SummerSlam wird alles ändern, alles wird neu und so. Ich glaube, Triple H muss langsam sich erstmal seinen Stab um sich wieder basteln, der ja eigentlich letztes Jahr entlassen wurde. Deswegen kann es sein, dass es noch ein bisschen dauert. Kann aber sein, dass Triple H sofort sagt, okay, auf geht's, ran an die Arbeit. Also, ja, ich gehe mal fast davon aus, dass Triple H wahrscheinlich die beiden Leute eher im Single-Bereich haben möchte. Obwohl Judgment Day an sich eine coole Gruppierung ist. Ich habe mich viel zu lange bei einem Match auf. Aber ja, ich tippe jetzt einfach mal auf das Team. Ach, scheiß drauf. Ich tippe auf Judgment Day. Es ist eine coole Gruppierung. Irgendwie hat's was. Dann haben wir The Miz gegen Logan Paul. Und normalerweise würde ich sagen, The Miz sollte das Match gewinnen. Denn er ist der Wrestler und Logan Paul ist ja nur der Typ, der halt berühmt ist und deswegen in den Shows ist. Aber der wurde ja fest unter Vertrag genommen. Das heißt, theoretisch würde man ihn in der Zukunft also häufiger einsetzen. Und da wäre so ein Sieg beim SummerSlam schon gar nicht so verkehrt über The Miz. Ist natürlich ja auch wieder die Frage, was ist mit Ciampa? Der Ciampa, der sich auch immer wieder einmischt. Aber hier ja ebenfalls. Ciampa ist ja einer der Top-Leute für Triple H. Warum sollte er ihn hier verheizen? Also auch hier wieder so eine Sache, alles ist möglich. Deswegen, ich tippe jetzt mal auf einen Sieg von Logan Paul und vielleicht einen Turn von Ciampa gegen Miz oder so, damit man den da irgendwie rauskriegt. Alles möglich, es ist krass. Dann geht's weiter mit dem Raw Women's Titel Match. Hier haben wir das eigentlich selbe Match, wie wir letztes Jahr schon hatten. Bianca Belair als Champion gegen Becky Lynch. Nur war es letztes Jahr ein bisschen kurz und ein bisschen überraschend. Also denke ich mal, dass sie hier auf jeden Fall mehr Zeit bekommen. Wird Becky den Titel zurückgewinnen? Ich glaube es irgendwie nicht. Ihre letzte Rage-Session hier eigentlich, um versuchen zu können, irgendwie in diesem Match hier generell anzutreten, war ja schon okay. Aber ihr den Titel dann gleich wiederzugeben, würde doch Bianca irgendwie noch so ein bisschen schwächen, dass sie es wirklich nicht hinkriegt, Becky zu besiegen. Auch wenn es jetzt halt schon ein paar Mal passiert ist, weil wir das Match einfach schon wieder haben. Aber naja. Letztendlich tippe ich auf eine Titelverteidigung. Das wird sicherlich eine starke Titelverteidigung werden.
Weiter geht's mit Pat McAfee gegen Happy Corbin. Auch hier wird das sicherlich ein überraschend gutes Match. Denn auch ein Pat McAfee weiß komischerweise, was er da tut. Der ist nicht schlecht. Wir haben ihn ja schon in Matches gesehen. Und der ist nicht komplette Katastrophe. Und das wird hier einfach auch wieder ganz gut werden. Es wird jetzt kein 5-Sterne-Match, aber es wird zumindest ertragbar sein. Und ja, deswegen, warum nicht? Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass Pat McAfee gewinnen wird. Obwohl ich hier dann auch sagen müsste, wieso? Was bringt ihm das? Er bleibt ja Kommentator. Also, warum muss er hier gewinnen? Naja. Dann haben wir das Doppel-Tag-Team-Titel-Match um die Raw und um die SmackDown-Tag-Team-Titel. Und jetzt meine super Möglichkeit, um hier irgendwie rauszukommen aus der Situation. Denn jetzt, wo Triple H übernommen hat, hoffe ich, dass sie diese Roster zusammenfix, aber es gibt den Roster-Split-Scheiße, endlich mal lassen. So, dass wir also auch die Titel so langsam wieder trennen müssen. Und lustigerweise gibt es hier sehr gute Möglichkeiten dafür. Denn wir hatten in den letzten Matches und in den Vorbereitungsmatches für dieses Pay-Per-View-Ding, hatten wir sehr viele Pins, die der Ref nicht richtig gesehen hat. Wir hatten Kickouts, die halt nicht gezählt wurden, weshalb einfach 3 durchgezählt wurde, wie beim letzten Pay-Per-View. Und genau das kann hier einfach eine Rolle spielen, so dass quasi in diesem Match beide Teams gewinnen. Das heißt, Jeff Jarrett als Special Ref könnte vielleicht irgendwie down gehen. Es gibt noch einen weiteren Referee und dann, keine Ahnung, Triple H persönlich oder was weiß ich, irgendwen. Und dann gibt es von mir aus ein Doppelcount und damit siegen beide Teams. Und dann wird entschieden, dass sie die Tag Team Titel teilen werden. Dass die Usos als SmackDown Superstars die SmackDown Tag Team Titel behalten und dass die Street Profits als Raw Superstars die Raw Tag Team Titel bekommen. Das ist das perfekte Szenario, um da irgendwie rauszukommen, denn diese Doppel-Champions, diesen nicht vorhandenen Roster-Split aktuell, das bringt niemanden was. Ich sehe bei Raw und bei SmackDown jedes Mal die gleiche Scheiße. Und das möchte ich nicht. Das war schon immer so, wenn das Roster nicht gesplittet war, dann hatten wir bei Raw und SmackDown den gleichen Zirkus. Und das ist zu langweilig. Wenn ich bei Raw immer das Gleiche sehe und bei SmackDown immer das Gleiche, aber was anderes Gleiches, denn immerhin ist es irgendwas. Aber so ist es für den Arsch. Deswegen ist das hier eine super Möglichkeit, die man schon aufgebaut hat, um die Titel wieder zu splitten um beide Teams einfach stark aussehen zu lassen. Das ist eine gute Möglichkeit. Nehmt es. Triple H, mach es. So, dann haben wir das US-Titelmatch. Bobby Lashley gegen Theory. Und Theory meinte ja schon, er holt sich den Titel zurück, casht dann am Ende des Abends ein. Okay. Hm. Wird er sich wirklich den Titel zurückholen? Ich gehe mal eher nicht davon aus. Denn Bobby Lashley ist halt einer der Top-Namen momentan bei Raw. Und den jetzt gleich wieder zu schwächen, indem er den Titel gleich wieder droppt, wäre super doof. Also von daher gehe ich das überhaupt nicht von aus, dass es hier irgendwie passieren könnte. Lashley ist momentan einer der Top-Leute. Lashley muss das auch sein. Und gerade in der jetzigen Situation, wo wir einen Reigns oder vielleicht einen Lesnar hätten, die als Champions nicht da sind, ist es scheiße. Und deswegen müssen die Midcard-Champions umso stärker sein. Und da ist Bobby Lashley auf jeden Fall eine gute Nummer. Also brauchen wir den da. Also Lashley verteidigt den Titel. Dann haben wir Liv Morgan gegen Ronda Rousey um den SmackDown Women's Titel. Und hier wird es sehr gut werden, denke ich. Denn Liv Morgan hat halt den Koffer eingecashed und so weiter, ist dadurch Champion geworden. Aber es gab nicht das richtige Match zwischen ihr und Ronda Rousey, weil es ja nur so ein kleines Ding war. Also hat Liv Morgan jetzt die Chance, wirklich zu beweisen, dass sie es drauf hat. Denn ihre Matches sind gut. Und dass sie jetzt Champion ist, dadurch ist schön. Aber es ist jetzt auch nicht so, ja, das ist die Beste. Natürlich ist sie Champion. Das heißt, so ein bisschen, finde ich, sollte sich Liv Morgan noch beweisen. Und Ronda ist halt fighting-mäßig eine der Top-Frauen der Welt. Also von daher ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt, dieses Match hier zu haben und Ronda Rousey zu besiegen. Weil damit ist dann offiziell klar, dass Liv Morgan Championship-Material ist. Und genau das brauchen wir aktuell. Deswegen sehr gutes Match an sich. Liv Morgan wird das Match für sich entscheiden.
Dann haben wir noch das WWE Universal Championship Unification Undisputed Gedöns Match. Und Roman Reigns wird gegen Brock Lesnar antreten. Schön wieder. Aber dieses Mal in einem Last Man Standing Match. Und das ist es, was es eigentlich auch ganz geil macht. Ich glaube, das hier wird nochmal ein schöner Abschluss für diese Fehde werden. Ich hoffe, es wird der Abschluss, weil irgendwann reicht es auch mal mit der ganzen Geschichte. Auch hier würde ich gerne irgendwas einbauen, womit man die Titel wieder auseinanderkriegt. Damit aber Roman Reigns weiterhin lange Champion bleibt, müsste man also den WWE-Titel von ihm wegnehmen, denn er hat ja die Streak eigentlich mit dem Universal-Titel. Deswegen wäre es hier eine Möglichkeit, dass, egal wie das Match ausgeht, Roman Reigns gewinnt, Roman Reigns muss er dann gewinnen, damit er beide Titel behält, und dann kommt Theory und casht den Money in the Bank Shot ein. Dann kommt aber Adam Pearce und sagt, yo, der Typ hat zwei Titel. Seit wann kann man denn bitte auf zwei Titel eincashen? Dann könnte ich ja auch einfach sagen, ja, ich bin Mr. Money in the Bank, ich cash jetzt ein auf den Raw Tag Team Titel und auf den NXT Women's Titel, weil ich Spaß dran habe. So, das geht ja auch nicht. Also warum sollte man denn für den WWE Titel und für den Universal Titel eincashen können? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also von daher muss sich Theory entscheiden, was er möchte. Er wird sagen, yo, ich will der jüngste WWE Champion werden, und damit haben wir die Situation. Cash in, Theory gewinnt und damit haben wir den Titel endlich weg. Aber Roman Reigns bleibt starker Super Universal Champion, der denn das hier macht. Aber es gibt noch eine andere Situation, die ich in meinem Kopf habe, und die ist eigentlich ziemlich nice. Ja, ich will die Titel auseinanderziehen wieder. Okay, aber folgende Situation wäre für mich eigentlich ganz cool. Und zwar Dolph Ziggler. Der kommt ja zurzeit andauernd raus und superkickt Theory einfach so aus Spaß. Es gibt keine richtige Erklärung, es gibt keinen richtigen Grund, er macht's einfach. Das heißt, auch hier könnte er Grund sein, warum Theory nicht eincashen kann. Denn Theory kommt, will eincashen, rennt in den Superkick und das war's mit dem Cash-In. Bei der nächsten Raw-Episode kommt dann Dolph Ziggler und sagt, dass er jedes einzelne Mal ihm in die Fresse treten wird, wenn er nicht seinen Koffer gegen ihn aufs Spiel setzt. Und damit haben wir ein Match zwischen Theory und Dolph Ziggler um den Money in the Bank Shot. Und diesen gewinnt Ziggler, casht ihn erfolgreich ein, um dann WWE Champion zu werden. Krass, aber cool, gefällt mir persönlich eigentlich besser. Deswegen, schauen wir mal, ob das so durchgeht. Denn die andere Möglichkeit, Theory gewinnt, wird Champion und verliert den Titel relativ schnell wieder, ist halt auch irgendwie doof, weil wir das letztes Jahr mit The Miz schon hatten. Der hat den Koffer eingecashed und war nur eine Woche Champion oder so. Und das ist halt auch wieder doof, wenn wir das mit Theory jetzt ebenfalls machen. Wir können aber auch nicht Theory als WWE Champion schon haben. Weiß ich nicht, finde ich, wirkt noch nicht so richtig. Ich meine, kann man alles machen, jetzt ist durch Triple H alles möglich. Aber auch das sehe ich noch nicht so ganz. Deswegen abwarten, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Beide Szenarien finde ich auf jeden Fall cool. Letztendlich wird wahrscheinlich Roman Reigns einfach gewinnen, der Cash-In kommt und nichts passiert. Keine Ahnung, vielleicht ist der Cash-In auch nicht erfolgreich, weil Roman Reigns so krass ist. Aber Vince bookt das nun mal nicht mehr, also vielleicht kann wirklich alles passieren. Ich bin sehr gespannt, kommt in meinem Livestream heute Abend vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kanalmitglied werden, wunderschönen Tag haben. Haut rein und ciao.